Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anker und Mehr von Claudia und Robert. Ja, ich begrüße euch heute zu einem recht spannenden Thema, und zwar geht es heute um einen ganz besonderen Filter. Ich erinnere mich noch, das war glaube ich 2016, 2017, als dieser Filter von Meinriff damals präsentiert wurde. Das ist einfach ein außergewöhnliches Gerät, weil das eben über magnetische Magnete zusammenhält und dadurch man beim Auseinandernehmen relativ gut die verschiedenen Adsorber oder Kohle oder was auch immer rausnehmen kann. Wir haben so ein Ding heute bekommen und das möchten wir euch jetzt mal zeigen. Und da freuen wir uns drauf. Ja, Leute, ich habe mir erlaubt, Platz zu nehmen, nachdem wir das Ganze ausgepackt haben gerade. Also es ist wirklich mehr als gut verpackt, also da passiert mit Sicherheit nichts. Man muss schon sagen, wenn man die Sachen so anpackt, ne, das ist schon auch sehr hochwertig verarbeitet. Das mal vorausgeschickt. Ja, was ist in der Box? In der Box ist normalerweise eine Grundausführung und man kann die einzelnen Filterpatronen, die dann größer werden können, wenn man das braucht, dazu erwerben kann. Es gibt die 0,6 Liter Version, das ist diese hier. Es gibt die 1,0 Liter Version und es gibt die 2 Liter Version. Jetzt kommt es darauf an, mit was man filtert und was man, also wie viel Material man da reinmacht. Aber in der Regel kommt man eigentlich mit den 0,6 bis 1 Liter Dicke aus. Was noch mit dabei ist, ausführliche Bedienungsanleitung, eine Strömungspumpe der Firma Tunze, eine Membranpumpe von Jego. Membranpumpe deswegen, weil dieser Filter nicht nur stark und schwach Wasser durchdrückt, der kann mit dieser Membranpumpe auch die ganzen Belege auf dem Adsorbermaterial oder auf der Kohle runterblasen. Guck mal das natürlich an, das ist ja das Spannendste. Wir haben hier noch eine Bodenplatte, die zum Lüfter gehört und natürlich die ganzen Anschlussstücke. So, als erstes nehmen wir uns den Deckel vor, das ist der hier. Ist ja klar, das Wasser, das durch den Filter geht, muss oben ja wieder rauskommen. Und hierfür haben wir solche Stutzen, die man dann so installiert. So, das ist mal die Vorbereitung vom Deckel. So, nach der Vorbereitung des Deckels, ist ja klar, seht ihr hier auch, wenn ich jetzt die 2 Liter Kartusche nehme, ist natürlich das Gestänge oder die Verrohrung deutlich länger. Hier bei dem hier ist es natürlich auch wieder etwas länger als bei der ganz kleinen mit 0,6. Das ist so, dass im Deckel natürlich dann die Verlängerung ins Wasser reinkommt. Ja, wenden wir uns jetzt dem Grundgerüst zu. Ich baue das jetzt, in der Bedienungsanleitung steht, dass man es natürlich am besten im Becken macht. Das können wir nicht, weil dann seht ihr nicht mehr viel. Also mache ich das jetzt so. Das erste ist, wir haben hier wirklich wunderbare Saugfüße. Die kommen unten drunter. Das ist auch der Clou. Dieser Filter bleibt nämlich stehen. So, ich drehe die vier Dinger mal drauf. Im nächsten Step nehmen wir hier das Outschild runter. Muss natürlich so rum aufgelegt werden, wie es jetzt ist. Und dann kommt der Schlauch für die Membranpumpe. Die Tunze-Pumpe wird auch nur aufgeschraubt. Grundgerüst fertig. Ja, die
Grundeinstellung oder das, was man alles machen kann, ist gemacht. Für euch zur Information, in diesen jeweiligen Kartuschen sind Magnete drin. Ich zeige euch jetzt das mal in einer durchsichtigen Version. Hochspannende Geschichte. Ich zeige euch jetzt kurz, wie es weitergeht. Und zwar nehmen wir die einzelnen Kartuschen, beziehungsweise ich möchte ehrlich gesagt erst die große, dann die kleine und dann den Deckel. So, es ist mal irgendwo undicht, kann man das ganz einfach, indem man das mal anhebt und wieder drauf macht, wieder erledigen. Jetzt kommen natürlich die Verrohrung, die dabei war. Ist ja klar, wir müssen ja ins Wasser kommen, sonst wird es ja plätschern. Und das wird im Prinzip so verbunden. Und das Gleiche machen wir auch mit der anderen Seite. So. Ja, und ich würde sagen, jetzt installieren wir das Ganze mal im Aquarium. So, die wird jetzt dann hiermit verbunden, kann man natürlich kürzen. Wir wollen euch das natürlich jetzt mal vorführen und deswegen bleibt das erstmal so lange. Also grundsätzlich würde ich die Membranpumpe eher auf die linke Seite machen, also dass er nicht so im Feuchtgebiet steht. Das müssen wir in Ruhe machen, wir haben nämlich kaum Platz, da müssen wir uns was einfallen lassen. Zum Vorführen reicht es erstmal. Ja, ich habe den Filter reingestellt. Also man merkt schon, der lässt sich kaum mehr bewegen am Boden. Also die Saugfüße halten. Und jetzt geht es natürlich darum, diese zu befüllen. Christoph Klose und beziehungsweise Michael Zeitler, die haben mir natürlich alles zugeschickt, was man dazu theoretisch benötigt. Es hält jeder anders. Also ich mache immer ein Glas Zeolit, ein Glas Kohle. Die bleiben 4 Wochen drin, Phosphatabsorber nach Bedarf. Das machen wir jetzt. Ich mache in den unteren Kohle rein. Das ist schon cool, ne? Also das macht ja jeder anders, ne? Also ich bin da so, wie sagt man, naja, habe jetzt ein Aquarium schon immer so gemacht. So, natürlich sollte da dann nichts mehr dazwischen liegen, ist auch klar. Dann setzen wir mal den Deckel wieder drauf. Und in den obersten. Habe ich mir gedacht, machen wir den Phosphatabsorber rein. Das ist ein Feuchtgranulat. Aber im Prinzip auch nicht mehr wie so ein. Es ist immer besser, langsam anzufangen. Man kann hier jederzeit ganz einfach das Ganze verbessern. Ist das jetzt einer, der sehr viel Eisen abgibt, kann man das natürlich auch wunderbar vorher. Also man kann das jetzt abnehmen. Und kann das im Eimer wunderbar auswaschen.
Warte, so, jetzt geht's los. Wir haben jetzt alles soweit fertig. Und jetzt wird der Stecker eingebracht. Das heißt, wie man sieht, jetzt wird erstmal alles aus dem Filter ausgebracht. Mal gucken, da unten sehen wir auch was, auch nicht so viel. Ne? Ja gut, das glaube ich kann sich jeder vorstellen. Ich werde jetzt mal die Kamera wieder an die Claudia geben und dann werde ich mal die Pumpe etwas stärker stellen. Eine Sekunde. Okay, jetzt kommt natürlich das Zweite, das was übrigens diesen Filter ausmacht. Diese Luft, die gleich dazu kommt, die reinigt das ganze Adsorbermaterial von den ganzen Biofilmen. Dadurch ist das natürlich deutlich besser nutzbar und es wird nicht so viel Kapazität dafür verschenkt. Eine Sekunde. So. Also, am besten macht man das automatisiert. Eine Minute reicht durchaus am Tag, sodass das ganze Material, was unten oben in diesen Kartuschen ist, im Prinzip jetzt durchgespült wird. Genau, und das sollte man einmal am Tag machen, dass das Material wieder freigespült ist von den ganzen Biofilmen. Das ist mitunter übrigens der Grund, warum ich den Filter richtig gut finde. Also man kann einmal die ganzen Sachen wunderbar austauschen und natürlich auch die ganzen Biofilme wirklich abspülen. So, jetzt wieder aufrecht, der Filter läuft und das in relativ kurzer Zeit. Also die Installation ist sehr easy. Das, was den Filter ausmacht, ist natürlich das Magnetsystem. Das heißt, ganz einfach abnehmen, wieder raufklippen, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Man muss nichts aus dem Aquarium entnehmen und das macht es aus. Zu guter Letzt ist natürlich die Luftsprudelfunktion mit das Entscheidendste zum Schluss, weil die Adsorbermaterialien natürlich deutlich besser genutzt werden können, als wenn die ohne Luftdurchsprudelung laufen. Das ist also ein bisschen wie ein kleiner Zeolithfilter, ne, letzten Endes, wo ja auch das Material durchgepustet wird. Das heißt, Biofilme ausgetragen werden. Der Wermutstropfen ist der Preis, aber wenn ich mir überlege, es ist erstens made in Germany, zweitens richtig geil das Teil mit den Magneten. Es ist die Shego-Pumpe dabei, es ist die Tunze-Pumpe dabei. Gut, kostet zum, ich glaube, 3,29 kostet der Filter. Wenn man erweitern will, kostet so eine Patrone um die 50 oder 60 Euro extra. Es ist eine Anschaffung fürs Leben. Ich persönlich muss sagen, ich behalte den Filter, ich behalte den bei, weil ich finde, das ist wahrscheinlich das Beste, was man an Filter auf diese Art benutzen kann. Ich hoffe, es war eine spannende Folge für euch. Viele Grüße zu Korallentreff. Ihr habt ein tolles Teil gebaut. Ich drücke euch die Daumen, dass das viel mehr Leute wahrnehmen. In dem Sinne, Happy Reefing und bis bald. Ciao.